Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch ja gewünscht in der Instagram-Umfrage, dass wir ein Unboxing machen von den Sachen von Insta360. Erstmal vielen lieben Dank, dass Insta360 hier dieses Video und jetzt diese nächste Reihe sozusagen sponsort. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier zusammen mit dem ganzen Equipment anstellen und was wir für kreative Videoideen bekommen und was einfach so auf uns zukommt. Also ich werde das ganze Ding auf Herz und Nieren testen und ihr seid in Zukunft mit dabei. Viel Spaß beim Unboxing. So, als allererstes stelle ich euch einmal kurz vor, was ich hier überhaupt so habe. Natürlich einmal die Kamera an sich. Logisch, die brauchen wir natürlich. Dann ND-Filter. ND-Filter bin ich sehr, sehr happy drüber, weil die haben mir bei der GoPro einfach gefehlt und in manchen Situationen wären die echt nicht schlecht gewesen. Dann den Invisible Selfie Stick. Keine Ahnung, ob ich den jemals brauchen werde, aber mal sehen. Das Ding hier ist, glaube ich, so ein Ding, das man irgendwie in den Mund steckt. Aber ja, ich werde es einfach ausprobieren. Und worauf ich echt gespannt bin, ist hier ein Bike Bundle von Insta360. Da ist wohl alles drin, was man so braucht, um auf dem Mountainbike coole Videos zu machen. Und da bin ich halt besonders gespannt drauf, logischerweise. Und ein Mount Adapter Bundle, weil man das Ding ja auch irgendwo immer mounten muss. Aber bevor wir uns jetzt hier sehr ins Detail gehen, würde ich sagen, unboxen wir das Ganze einmal. So Leute, ich würde sagen, wir starten mal mit dem am allerwenigsten interessanten und zwar dem Invisible Safety Stick. Ich gehe davon aus, das ist einfach so ein Stick, den man halt wieder auch benutzt, um sich das Ganze ein bisschen vom Leib zu halten. Okay, keine Ahnung genau, wie das Teil funktionieren soll, aber okay. Also das hier ist wohl der Invisible Safety Stick. So, dann das Ding hier, worauf ich echt gespannt war, und zwar dieser komische Mount. Ich glaube, das ist echt einfach für den Mund. Ja, ihr seht es hier tatsächlich. Das ganze Ding ist irgendwie für den Mund gemacht. Finde ich interessant. Das ist für so eine POV-Aufnahme ist das eine richtig geile Perspektive übrigens. Hier ist noch so Stuff dabei, damit man es nicht verliert. So, dann bin ich natürlich übelst gespannt auf die ND-Filter, weil ND-Filter sind eigentlich ein absolutes Muss, wenn man so Videos macht. Generell beim Videos machen. Ich habe eine für die A6500, einen ND-Filter, aber ich bin ganz ehrlich, Leute, so oft benutze ich den eigentlich auch nicht, weil es halt doch alles dann immer ein bisschen anstrengend ist. Übrigens, mein ND-Filter, den ich habe, der ist auch von Freewell. Ist eigentlich eine sehr bekannte Marke tatsächlich. Standard Day 4-Pack. Sind sehr wahrscheinlich sind es vier verschiedene ND-Filter einfach da drin. Und für jede Stärke. Ich werde euch gleich mal erklären, wofür man ND-Filter benutzt. Also das ist wirklich mit Sicherheit das unspektakulärste von allem. Könnt ihr euch denken, hier verschiedene Mounts, Labelpads und so weiter. So. Das ist ja jede Menge Kram. Zieht euch das mal rein. Also an den Dingern wird es mir wahrscheinlich niemals mehr im Leben irgendwie ausgehen. Das ist so ein Mount, damit das weiter weg ist. Auch noch verschiedene Mounts, Klebepads, ein Brust-Chesty sozusagen. Dann habe ich natürlich auch schon eins, aber für den Lenker oder sonst wo an irgendeinem Rohr. Aber das schauen wir uns auch gleich einmal in Ruhe an. So, jetzt das Spannendste eigentlich. Die Insta360. Ich bin echt gespannt, wie klein sie ist, weil man sieht ja immer so Videos und so. Krass, ist so verpackt wie so ein iPhone. Ist natürlich richtig schick gelöst, wenn ihr euch das so anguckt. Verpackungstechnisch schon mal weit vorne. Dann klappt man das Ding so auf. Ah, krass, das ist magnetisch hier dran. Und dann ist hier dieses Magnetpad drin. Das, was man hier so sieht. Hauptsache,
echt so für dumme Leute, ne? Immer erklärt. Quick Start Guide. Können wir überspringen. So, und dann habt ihr hier nochmal, da bin ich auch richtig gespannt drauf, wie dieses Ding funktioniert. Aber das erkläre ich euch auch gleich. Dann auch so ein Mount für Cappies. Und das Gehäuse. Gut, wir besprechen die Sachen nochmal kurz im Detail so. Nehmen die Sachen einmal auseinander, aber dafür switchen wir nochmal die Kamera. So, Freunde, wir checken jetzt mal das ganze Ding hier aus. Ich glaube, am wenigsten interessieren euch wahrscheinlich die Mounts. Man möchte euch auch nicht zu lange langweilen. Das ist das kleine Ding. Hier ist ein Magnet hinten dran, dann hier noch ein Schutz für die Linse. Und die Linsen sind auch irgendwie abnehmbar. Und als erstes Thema mal kurz ND-Filter. Das ist für verschiedene Lichtverhältnisse. Ne? Wenn die Sonne direkt einstrahlt, dann ist es immer so, dass die Kamera meistens den Shutter Speed oder die Blende verändert. Und um halt immer noch den gleichen Filmlook zu haben, nutzt man eben ND-Filter, damit das funktioniert wie so eine Sonnenbrille. Ihr müsst euch vorstellen, eure Pupille geht ja auch zu, wenn ihr in die Sonne guckt oder ins Licht guckt, weil da nicht so viel Licht reinkommen muss. Und genau das gleiche ist bei der Linse von der Kamera auch, besonders bei Action-Kameras, weil man die meistens nicht manuell steuert. Das ist das ganze Case hier. Bin ich ziemlich gespannt. Ich muss mal anscheinend dieses Ding hier einmal abziehen. Und dann kommt das Teil hier rein. Press to connect. Man drückt einfach hier drauf auf einen Knopf und dann connectet das Ding. Und dann macht man die Einstellungen. Eigentlich ziemlich easy, würde ich sagen. Einfache Geschichte. Es gibt nur zwei Knöpfe. Du kannst nur Englisch wählen. Und dann machst du die Kameraeinstellung. Zu den Einstellungen von dem Ding werde ich euch noch ein extra Video machen. Und natürlich auch zu der Kameraqualität und so weiter. Das hier ist so ein Teil, da war ich richtig skeptisch. Angeblich kann man das einfach überall dran machen. Ich weiß nicht, wie... Ah, das ist eine Klebefolie. Ich weiß nicht, ob das ewig kleben kann, keine Ahnung. Aber mit diesem Teil kann man das praktisch überall hin mounten und dann halt Videos machen. Bin ich ziemlich gespannt, wie das funktioniert. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass das richtig krass funktioniert, weil die jetzt an alles mounten, aber okay. Das Teil hier kommt, ist so ein Clip. Könnte ich mir jetzt theoretisch hier so an die Cap machen und dann hier so POV-Vlog-mäßig. Vielleicht benutze ich das am Samstag mal bei Dirt Masters. Und das Teil funktioniert so. Da hast du hier das Ding gemount. Ne? Und diese Perspektive ist so die natürlichste von den im Vergleich zu den Augen. Also dieses Mount ist eigentlich die natürlichste Perspektive für die Sicht mit einer Action-Cam. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nachteil ist natürlich, du kannst nicht sprechen währenddessen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hier ein Chesty mit dabei bei dem Bike-Bundle. Jede Menge Adapter. So ein Teil, was dann, das ist ein bisschen weiter weg, wenn du es irgendwo mounten willst. Und ein Teil für einen Lenker. Diese Perspektive vom Lenker finde ich tatsächlich richtig interessant. Und werde das mal ausprobieren, wie das so aussieht, wenn ich mich selber filme über den Lenker, wie blöd ich halt gucke beim Mountainbike fahren. Hier könnt ihr euch ja denken, relativ easy, simpel, nichts Wildes, verschiedene Mounts, verschiedene Adapter, falls man mal eins verliert, ist es eins zum Schrauben dabei, eins zum Stecken, so ein Standardding, wie man das so kennt, und eins, um irgendwo nochmal drauf zu mounten. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde mich jetzt mit dem Teil ein bisschen vertraut machen und dann euch nach und nach das Ganze mal vorstellen. Ich bin halt sehr gespannt, wie die Tonqualität sein wird. Das ist so ein Punkt für Vlogs, was natürlich unglaublich wichtig ist. Das heißt, das werden wir uns mal anschauen. Wenn ihr dabei sein wollt oder Fragen allgemein zu dem Ding habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir das gemeinsam klären. Ich kann das ganze Ding testen für euch und ihr müsst dann zum Beispiel keinen Fehlkauf machen, falls es euch nicht gefällt. Ich freue mich auf die Reihe. Übrigens, unten in der Beschreibung gibt es natürlich auch einen Affiliate-Link. Hierzu könnt ihr dann euch abchecken. So Leute, lasst mir gerne ein Abo da, wie immer. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dahin,
Haut rein. Ciao.